Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die Sims 4 Werwölfe. Michael schwimmt hier gerade, während Lea oben auf dem Holzstamm pennt. Oh Mann, genau so war das in der letzten Folge, so haben wir aufgehört. Okay, dann hören wir mal auf zu schwimmen am Rand. So, gehst du rauf? Ja. Und denk dran, du kannst ja nicht so lange unterirdisch sein. Okay, was haben wir denn hier? Wasserfall-Eskapaden wegen Techtelmechtel unter dem Wasserfall, okay? Ein Techtelmechtel mit einem Werwolf. Erneuter Schwur. Die freie Natur und ganz viele kokette Sachen hier. Vorbildliches Rudelmitglied sind wir, weil Rudelwerte einhält. Okay, schön. Da ist Lea. Und mobbst du uns wieder? Nee. Ach, du musst mal. Okay. Na, da stören wir dich jetzt mal lieber nicht. Oh, oh. Du darfst doch. Wir haben doch eine Toilette unten, wenn du möchtest. Kardor. So, was machst du denn jetzt? Genau. Na, entspannen brauchst du nicht. Du könntest mal hier in dieser Höhle hier schlafen. Und schauen wir mal, was Lea in der Zwischenzeit treibt. Ah. Energie geladen, hä? Lea, du kannst auf die Toilette. Wir haben eine Toilette. Ah, da mobst du uns doch wieder was. Was machst du denn jetzt? Sachen ernten. Schauen wir mal, was sie so macht. Genau. Du hast die Toilette gefunden, oder? Genau. Stören wir dich mal jetzt nicht. Oje, der Schlaf war nicht gut, oder? So, wie geht's Michael denn? Ja, Energie so ein bisschen. Bist noch auf dem Klo? Okay. Es ist ja alles da. Und ich habe jetzt übrigens auch ein Handtuch hingestellt und Klopapier. Das hatte ich ganz vergessen beim Bau des unterirdischen Gebiets. Oje. Magst du vielleicht im Zelt schlafen, Lea? Wo geht sie denn hin? Ach, du kannst hier auch mitschlafen in der Höhle. Ach so, zu zweit. Ja, cool. Ihr könnt zu zweit hier schlafen. Jetzt geht er nochmal rein. Entspannen. Und möchte sich noch ein bisschen strecken. Okay. Das ist ja cool. Okay, Michael. Lea hat ja schon alles abgenommen, aber jetzt kannst du trotzdem nochmal ein bisschen was verkaufen hier. Dir geht's ja soweit gut. Oh, mit dem Saum, Grabosa. Oh, Delroy. Und hier Garten pflegen. Und hier kannst du auch nochmal den Rest verkaufen. Oh. Genau, da sieht man die Schnarchsymbole. Genau, hier noch ein bisschen Jeten. Genau, nochmal alles verkaufen. Und dann kannst du nochmal dein Territorium hier markieren. Und dich verwandeln. Gut. Ah, hier haben wir wieder was zum Aufwerten. Zum Weiterentwickeln. Okay. Ja. Dass Lea nicht gleich in die Höhle gegangen ist oder ins Zelt. Nein, sie wollte lieber da schlafen. Naja, okay. Aber wenigstens klappt es. Okay, dann lassen wir sie nochmal schlafen und wir können nochmal die Tunnel erkunden. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Geschenke oder so. Okay, was möchtest du denn machen? Baby machen mit Lea? Ich glaube nicht. In die Wolken schauen mit Wolfgang und jemanden küssen. Okay, aber Lea schläft. Und lass sie mal schlafen.
Gut. Dann mal ab in den Untergrund. Magische Melodie. Zum Mondmusik heulen. Geheimnis des verzauberten Raums. Einmal Ironium, sehr schön. Den Schutz kämpfen. Das Rad heben. Schatz halten, Mühle. Oh, leer geht. Okay. Aufbruch aus dem Untergrund. Gut. Dann könntest du mal schauen, ob das Rudel da ist. Lou ist hier. Okay. Ah, nee, Rory auch. Alle beide. Sehr gut. Weißt du was? Bring mal das Ironium hier hin. Aus Tief heraushelfen. Nach Tag fragen. Oh, 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 Lou. Mach keinen Quatsch. Und Brottanz. Bro. Ein Brottanz. Nee, ein Bro-Tanz natürlich. Mann, 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 Mann. Was laber ich schon wieder für Quatsch? Und dann mal zu Rory. Ah, geht nicht. So, da kommt er. Für Bane. Ach so, er ist wütend. Okay. Da. So, na du, alles gut bei dir? Da freut er sich schon. Fooly do. Sasuna. A Neo Grimbay. Ah, oh, Jordid. He's Banavar. Das Leben Scuba ist wie Müll. Nee, so yeah. Darfst du es nicht sagen. Das Leben kann schwierig sein. Aber nach einem Tief geht's eigentlich meistens oder häufig wieder bergauf. Oh, Fenoy Nimna. Senis Chord. Lumen Bepto? Ich kaufe mir bald einen Privatjet. Oh, Cardu. Ja, und ich mag Bodybuilding. Panish Galuma. Nardubor. Yumba Hey. Yumbala. Nizib. Pubara Zakuni. Jord Rinka. Und ich mag Käse-Sandwiches. Imka Floof? Rina. Dress. Was ist jetzt hier mit dem Geschenk? Hast du ihm schon gegeben? Nee. Muchi Peachy. Per Interessen reden. Hinterhältigkeit von Papieren. Bumbraza? Yes. Steve Charso Denoy. Planar. Flagisi. Oh, Jarbin de Cool. Quose Bo. Werwolf-Rudel fragen. Und was ist jetzt hier mit dem Geschenk? Silma Roy. Tebow. Ganeer. Jetzt redet er schon wieder über Abfall. Was ist da los, Lou? Oh, Gosha. Gosha. Venush. Ah, Friebs. Yomba Hey. Yombala. Okay, das hatten wir. Nizib. Muchi Peachy. Und Rory auch. Muscalba. Miserb. Ja, hallo. Yano Zorpel. Wahoquark. Du kriegst auch noch ein Geschenk, Simonis Arrow. Den wir uns umarmt haben. Cardu Sebi. The boy Swano. Fragen wir mal. Silso. Oh, Iklavov. Bumbraza? Huh? Yips. Hey, boy. Garga. Ah, okay, das hat geklappt. Moment. Die Geheimnisse der Unsterblichkeit habe ich bereits früh erfahren. Bei den meisten Werwölfen ist das anders, aber ich war dazu in der Lage, weil ich mein Innerstes wirklich akzeptiert habe. Ich verstecke mich nicht und daher bin ich mit meinem inneren Werwolf in Einklang. Bitte schön. Was war denn eigentlich hier noch? Beteiligung, gute Beziehungen, Rudelkumpanengeschenke und trage etwas zu den Ressourcen bei. Das haben wir jetzt gemacht. Erweitert und erkundet, besuche ferne oder schwer erreichbare Orte. Okay, das könnten wir demnächst mal wieder machen. Territorium markieren und Werwölfe. Also nicht Werwölfe kennenlernen und so. Okay. Ja gut, ich schätze mal diese schwer erreichbaren Orte, das ist bestimmt auch der Untergrund.
Genau, Untergrund steht eh dabei. Persönlichkeitsentwicklung, halte dich fit, spare mit Mitgliedern, lies Werwolf-Bücher, halte deine schlummernden Fähigkeiten frei und provoziere Greg. Okay, das haben wir ja alles schon gemacht. Gut, könntest du wirklich noch mal ein bisschen Training machen? Und dann passt eigentlich alles. Nee, 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 Baby machen das mal kein Mädchen. Das ist doch Quatsch. Schwimmen gehen wegen Sommer. Rory geht. Lou, du kannst gern herkommen zu plaudern, während Michael ein bisschen trainiert. Genau, fit halten. Lou? Nee, er geht auch. Okay. Dann überlege ich mir mal, was wir machen können. Da steht wieder, ich glaube, das ist eine Postdame. Ist das Angel? Ja, das ist Angel. Ich bin echt gespannt auf unsere neuen Rechnungen. Ist noch nichts dabei. Post haben wir auch keine. Rechnungsinfo, schauen wir mal. Ja, das wird schon teuer. Grundstückssteuer 1300. Strom kostet jetzt schon mehr. Steuervergünstigung plus 800. Okay. Naja. Werden wir sehen. Huh? Wo ist er denn? Michael? Oh, Lou, was ist denn los mit dir? Lass du den Kopf nicht so hängen, Manu. Wo ist Michael denn jetzt hier? Unsichtbar. Michael? Keine Ahnung, was er gerade getrieben hat. Warst du gerade auf der Jagd? Nee. Nahrung jagen. Kannst du mal machen. Aha, hier. Huch! 496 bloß? Ich kam nicht gut an deinen Briefkasten. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Okay, zahlen mal die Rechnungen. Ah, wir haben eh schon wieder über 31.000. Genau, zahl die Rechnungen und fütter mal deine Fische. Ach genau, wisst ihr, was wir machen können? Wir können heute mal ein bisschen eine Farmrunde einlegen. Aber nachher kannst du noch mal auch was essen. Gut, das waren die Rechnungen. Erneuter Schwur, frische Luft. Ich liebe die Hitze, okay? Inspirierendes Dekor, Gang des Jägers, weil er auf die Jagd gegangen ist, okay? So, dann geh erstmal was mampfen. Wie gehst du denn eigentlich gerade? Hast du einen Stock im Popo? Man weiß es nicht. Und dann könntest du hier auch nochmal alles verkaufen. So. Oh je. Gut, ess mal was. Und das kannst du wegschmeißen. Hier noch ein bisschen. Okay. Oh, wer kommt denn da? Halt. Ist das Willi? Willi, was machst du denn hier? Wildfangs zum überlegenen Rudel erklären auf jeden Fall und ein Geheimnis ausplaudern. Unglaubliche Geschichte. Nach Werwolfrudeln fragen. So, Michael, da kommt er. Besuchst du uns, Willi? Das ist aber nett von dir. Torben! Ha, Sorben! Torben und Sorben, okay, alles klar. Griffin? Nebespinner! Ah, da habe ich ja auch noch was gesehen. Hier die hintere Pflanze hier weiterentwickeln. So. Schön, schön. Snaby Grow. Manchmal habe ich gelbe Unterhosen. Und dann spiele ich Basketball. Ohne frische Unterhosen. Und reite auf einem T-Rex. Bis mich die Polizei abholt. Samso Quink. Oh je, oh je, oh je. Was laber ich da schon wieder? We sind in a row. Oh, Gosha. Gosha. Chima Rabu. Steve Pombo. Moment. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich gehöre keinem Rudel an bisher. Ich bin mir nicht sicher, welches am besten für mich wäre. Entweder setzt man alles daran, seine Werwolfkräfte zu kontrollieren, oder man tritt der Welt als stolzer und verfrorener Werwolf entgegen. Beides ist eine Herausforderung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon so weit bin. Ja. Kannst du ja jederzeit überlegen.
So. Was haben wir denn? Oder wen haben wir denn hier? Ach ja, das ist doch Frau Hermanns, oder? Nee, Mirai Yamazaki. Okay. Ja, die Frisuren täuschen mich. Nee, du gehst jetzt da nicht Hände waschen. Okay, Michael. Genau. Farmrode. Schauen wir mal. Ja, mal ein bisschen Geld machen wieder. Schauen wir mal, ob jetzt diesmal was spawnt. Genau. War mir auch schon länger nicht mehr hier. Und ich privat ohne Aufnahme auch noch nicht. Dann geh's gleich mal angeln. Genau, nach großem Fang angeln. Alles klar. Gut. Hier sind halt überall so Pflanzen. Moment. Schalten wir mal das Megatempo wieder ein. Genau. Wer ist das? Moira. Okay. Und hier Aruhi. Okay. So, jetzt noch ein bisschen angeln hier. Und ich schaue mich derweil schon mal ein bisschen um. Frösche sind keine da. Können wir hier was? Nee. Was gibt es denn hier Gutes? Burger, Sandwiches, Toast. Alles Mögliche Leckeres. Okay, wie schaut es jetzt aus hier? Hier gibt es Frösche. Aber bisher spawnt noch nichts. Vielleicht müssen wir diesmal einfach ein bisschen länger warten hier. Gut. Dann, Michael. Schau mal, ob es was Gutes gibt hier zum Fangen. Was hast du denn da? Ein Regenbogenfisch. Weißt du was? Den kannst du mal aufhängen. Den können wir gut in unseren Untergrund, in unseren Badebereich einbauen. Was ist denn eigentlich nach großem Fangangeln? Nee. Naja, sammelt jetzt eigentlich nur Kampffische hier raus. Warte mal schnell. Machen wir mit Köder. Köder angeln, Kampffisch. So, klappt das oder bricht der jetzt wieder ab? Nee, ja, angelt. Alles klar. Gut. Meine Farmrunde scheint anscheinend nicht mehr zu funktionieren. Eine Forelle. Ah, doch, hier gibt's was. Gut. Dann Frösche suchen. Gut, dann kannst du hier mal aufhören. Vielleicht dauert es einfach länger. Wer kommt da? Daryl. Aber nicht wirklich viel hier. Es ist eher schlecht. Meine Farmrunde funktioniert nicht mehr. Und ich weiß nicht wieso. Da waren eigentlich immer jede Menge Sachen zum Abgrasen. Jetzt geht er dahin zu dem am Stand. Ja, geh mal ein bisschen plaudern. Stellst du gerade was? Limonade, ja, wieso nicht? Forelle, Kampffische, die können wir verkaufen. Ach, hier haben wir was. Frosch können wir verkaufen. Und das könntest du mal öffnen. Ein Gong. Okay. Nee, zweimal Gong. Ja, verkauf mal. Was machst du jetzt? Wasserballonschlacht machen? Okay. Das habe ich auch noch nie getan hier im Spiel. Jibs. Und jetzt?
Dachte, du wolltest mit dem eine Wasserballonschlacht machen. Wie geht denn das? Lustig? Hier. Mit Barco. Wo ist denn Barco? Kein Barco hier. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich glaube, hier war Barco. Naja, egal. Aber er möchte jetzt lieber angeln gehen. Naja, okay. Doch nicht farmen. Ah ja, an dieser Stelle hier. Ist das normal? Ne, nach großem Fang. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht holen wir hier auch noch was Schönes raus. Jetzt geht er wieder. Ach, Michael. Plaudert mit Gemma und Tane. Wer ist denn Tane? Bemäuser? Kennen wir dich überhaupt? Nee, kennen wir gar nicht. Abswars Napatani. Kirasha? Oh, Hygiene und Energie. Kannst du hier mal ein bisschen putzen? Shazzle. Faul Galimbo. Oh. Da ist jemand schwanger. Was denn? Sir Pava, er putzt sich doch. Er ist ein reinlicher Werwolf. Könnt ihr ihm doch nicht irgendwie böse nehmen. Sehe ich auch noch Teenager, ja. Irgendwie ist das ein bisschen verstörend. Weißt du was, Michael? Geh nochmal angeln. Nach großem Anfang. So. Okay. Libellen schwirren hier rum. So, komm, Michael. Vielleicht findest du hier nochmal was Schönes. Glitzert das hier auch gerade? Na, ich glaube, das sind einfach nur Reflexionen. Nee, nicht plaudern jetzt. Angeln. Fruchtgummi-Guppi hat er gefangen. Okay. Den hatten wir noch nicht. Weißt du was? Den könntest du mal essen. Oder? Kostet der viel. 41. Na egal, komm. Ein Fruchtgummi-Guppi. Na, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall hatte er ihn noch nicht. So. Zieh noch mal irgendwie was Cooles raus. Energie. Ja, Hunger hast du eigentlich nicht. Ja, okay. Energie. Mal dein Territorium markieren. Und dann irgendwo hier schlafen. Könntest du hier machen. Genau. Einfach mal ein bisschen im Freien. Hier schön am Bach. Oh, das muss doch auch cool sein. Okay. Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine kürzere Folge. Und ich hoffe, die hat euch gefallen. Die jetzige. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und lasst mich gerne wissen, ob ihr immer noch am Ball seid. Hier bei mir mit Michael. Und gerne zuschaut. Und bis dahin. Ciao. Und Servus.